Scheiße, hier steht alles voller Wasser. Wap, 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 wap. Falsche Schuhe. Noch alles voller Akten. Tresor. Alter. Alter. Scheiße. Hier steht alles voller Wasser. So, jetzt bin ich wieder oben. Mal schauen, was es noch so zu entdecken gibt.
Scheint aber mal gebrannt zu haben hier. Ich hab nasse Schuhe. So, wir haben langsam mal Richtung Hotelzimmer. Kassette auch noch drin.
Also in die Zimmer werde ich bestimmt nicht reingehen. Wenn ich mir die Decke schon anschaue hier. Das sind aber keine Hotelzimmer. Das sieht mir eher aus wie Büros. Komisch. Also wer schon mal im Hotel Vista war, kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was der erste Stock für eine Bedeutung hatte. Oh, hier ist alles voller Sand.
Das sind definitiv Büros gewesen. Da haben wir es mal wieder, Weihnachten. Wir haben ein Dokument. 21. Juni 2010. Berufsausbildungsvertrag. Da haben wir sie wieder, die Natur. Ich gehe lieber nie raus. Es ist alles Verwaltung. So werde ich jetzt mal in den nächsten Stock. Wie weit hoch geht das hier? Ach du. Ja, Jemini. Ich brauche Licht. Boah, jetzt ist auch wieder alles nass. Der Boden macht mich ehrlich gesagt ein bisschen fertig. Hier ist alles nass. No risk, no fun. Sag ich mal. Scheißlampe. Hier sieht's nach Hotelzimmer aus. Ich habe nasse Socken. Hier stinkt nach alt.
Das steht doch länger als 2 Jahre leer. Stell mir das aber mal schön vor. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Hat es ja mal gebrannt, während noch Bewohner da waren, oder ist das im Nachhinein passiert? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich mal geil. Landgericht, 4. Zivilkammer. Hier liegen Gerichtsunterlagen.
Gehen wir den ganzen Scheiß mal zurück. Alte Disketten, CDs. Schon wieder Dokumente, Personalbogen. Alles voll mit Dokumenten und Daten. Ei. Hier auch wieder alles Dokumente. Schon wieder Dokumente, Anschrift, Telefonnummer. Das sieht doch nach Konferenzraum aus. Fotos, die kann ich mal zeigen. Der Rest alles Dokumente. Bauplan. Leute, das ist keine Tapete, das ist einfach nur eine Plane. Die haben eine Plane hier gespannt. Und so sah es wahrscheinlich mal durchgängig aus. Ich muss mal kurz ans Fenster. Nichts. Ich befinde mich zwar hier im Irgendwo, im Nirgendwo, ringsrum so gut wie nichts, aber man weiß ja nie. Hier scheint eine Katze langgelaufen zu sein. Wer weiß.
Schon wieder Büro. Und Fotos. Ach, hier war die Geschäftsleitung. Satellitenreceiver. Also hier gehe ich nicht rein. Hier knackt. Vielleicht kann ich das ja mal kurz zeigen. Kann man das erkennen? Glaube nicht. Geschäftsführer. Ich denke mal, letzte Etage. Schönes Café. Das ist noch mal so riesig. So im Großen und Ganzen sind die Zimmer alle gleich, wie in jedem Hotel. Das sind alles Planen. Ich dachte, das sind Tapeten, die hier runterhängen. Aber das sind Planen. Ja, sieht echt alles gleich aus. Aber wie runtergerockt. Knirscht der Boden. Also das scheint ja hier nicht nur in ein Zimmer gebrannt haben, das muss in mehreren Zimmern gebrannt haben. Mein lieber Schwester, Alter.
Ja, kann man sich auf jeden Fall noch mal gemütlich machen. Uiuiui. Also ich vermute schon mal kein Hotel für normale Gäste. Ich denke mal eher für Geschäftsleute. Radio. Dokumente über Dokumente. Hier reinzugehen, erspare ich mir. Ich denke jedes Mal, hier sind welche im Haus. Ich muss mal kurz ausmachen. Hier sind Geräusche. Immerhin Notausgang.
Na gut, das war's hier oben. Da läuft ein älteres Dämchen. So. Wir treffen uns dann unten. Hier oben gibt es erstmal weiter nichts. Mal schauen, ob wir noch einen Keller haben. Bis dann. So, dann wären wir jetzt wieder unten. Also es gibt keinen Keller. Ich werde jetzt nochmal das Außengelände ein bisschen erkunden und mal schauen. Kabeldiebe waren hier auf jeden Fall auch schon. Hier ist alles zugewachsen. Aber dafür, dass diesmal ein Hotel war, naja, ziemlich abgerockt und noch nicht mal ein Pool. Alles verwachsen. Schauen, ob wir hinten rumkommen. Da war, glaube ich, mal ein kleiner Teich, wenn man das erkennen kann. Könnte ja durchs Gebäude gehen nach hinten. Aber nur ist Knuffern. Also mit Notausstieg wäre nichts geworden. Oder? Doch, hier ist leider. Alter. Heizung. Drüben muss ich etwas aufpassen. Da scheint noch aktiv zu sein. Aber hier, das Gerümpel. Da steht noch ein Gemäuerchen. Gehört das mit dazu? Finden wir raus. Falls ja, ich schalte gleich noch mal rein. Hier hätten wir noch ein paar Garagen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hinter mir.
zu. Gehört diese Scheißbude noch dazu oder nicht? Scheiße. Ich müsste vorne lang, genau an der Straße. Ich meine zwar, wir sind im Nirgendwo, aber gegenüber sind dann doch Wohnhäuser und Gärten. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Hier geht's rein, würde ich denken. Dann werde ich doch mal reinhüpfen. Wir sehen uns. Okay, ich bin dann drin. Aber schaut mal. Sieht man das? Auch nicht mehr allzu stabil. Aber das gehört auch nicht mehr zum Hotel. Das ist doch irgendein anderer Schotter. Sieht aus wie Büro, mal wieder. Wow, der Boden. Zieht euch den Boden rein. Oh Gottes Willen. Das ist, wow. Scheinen nur Platten zu sein. Das muss irgendwas mit hier drüben zu tun haben. Autohof. Macht mich neugierig, Leute. Schauen wir gleich nochmal vorbei. Aber ich vermute mal, das Video wird länger gehen wie 45 Minuten. Alter, wenn ich jetzt wüsste, ob das noch in Betrieb ist. Da ist das Hotel. Das Scheißding ist doch noch in Betrieb. Das kann nicht mehr in Betrieb sein. Mal systematisch abgeben. Hier vorne muss irgendwo ein Auto parken. Kleine Werkstatt. Oh! Alter!
Ich kenne mich mit solchen Sachen überhaupt nicht aus. Hier fahren gerade draußen so viele Autos lang. Ich krieg richtig Herzkammerflimmer. Ich werde jetzt hier durchrocken. Oh mein Teddy. Also ehrlich gesagt, ich traue der Sache nicht. Sieht aus wie Maschinenhaus hier. Für was auch immer. Sind wir genau an der Straße? Öltanks. Ja, also hier werde ich zurückgehen. Mal schauen. Also das ist irgendwas mit Auto. Ich muss kurz rein.
Ich werde mal hier reingehen. Verstehe ich nicht. Hier ist Haufen Autozeug. Und hier irgendwas mit Gastronomie. Hier sieht es auch wieder aus wie Gastgewerbe. Verstehe ich nicht. Ich kriege ja Kopfschmerzen. Das ist Auto. Was sucht hier Gastronomie mit? Ich verstehe es nicht. Wir sehen uns gleich, Leute. Jemand eine Ahnung, was das sein soll? Mit dieser Bunkertür. Das hat doch ein bisschen was von Bundeswehr. Lass mich mal durch. Oder Zug. Das nicht. Heizungsanlage würde ich denken. Ja, war ich schon. Ich gehe da hinten lang. Im Übrigen noch so ein alter Bagger. Was zum Henker war das hier?
hier drüben muss auf jeden Fall noch Palermo sein. Was ist das hier? Sparkassenhäuschen. Keine Ahnung, was das für Buden sind. Oh, wo steht denn hier Schönes? Ist das eine alte? Nee. Also hier drüben, das ist definitiv noch in Benutzung. Da werden wir mal schön ist weg. Hier weiter gucken. Meine Herren. Alte Spaßkasse. Das gibt's doch gar nicht. Hier mal Flohmarkt. Hier ist alles voller Kühlschränke. Ich muss sie erst mal abchecken. Ich höre hier Geräusche. Alles doch. Alter. Im Übrigen, es fängt gerade an zu regnen. Warum stehen hier so viele Kühlschränke? Was war das mal?
bis jetzt aber noch keinen Hinweis. Da steht auch nur die Straße. Das war ein Hotel mit anschließender Fahrschule. Alte Computer. Schreibmaschine. Also, ehrlich gesagt muss ich sagen, als ich hierher gefahren bin, dachte ich nur, dass es das Hotel ist. Aber gleich mit anschließender Fachschule hätte ich nicht erwartet. Na gut, ich glaube, das war's nun. Haben wir alles gesehen. Gut. Mehr ist ja, glaube ich, nicht. Ich werde noch mal hier hinten lang gucken. Hört noch ein bisschen Auto. Anmeldung, Auto. Ich verkrümel mich. Na gut, Leute, da würde ich sagen, war's das. Ich glaube nicht, dass es hier noch was gibt. Also dann, ich werde dann mal Ciao sagen. Bis denke mal zum nächsten Video, falls sich noch einmal etwas ergibt. See you, Leute, alle geht ja.
eine Düffel. Achtung, Achtung, die Ausgangssperre ist jetzt aktiv. Bitte begeben Sie sich nach Hause. Das Coronavirus kann sich ab sofort auf Sie übertragen. Danke, Merkel. Danke, Merkel.